Wenn ihr eine schwierige Zeit durchlebt, könnt ihr sagen, Gott, das gefällt mir nicht. Es fühlt sich nicht gut an, aber ich will mich trotzdem freuen, weil ich weiß, dass ich einen Nutzen davon haben werde. Ich werde einen Vorteil daraus ziehen. Wenn das vorüber ist, werde ich reifer sein und dich besser kennen als vorher. Ich ermutige euch, diese Dinge laut auszusprechen. Es hilft euch, wenn ihr sagt, das fühlt sich nicht gut an, es tut weh, Gott. Ehrlich gesagt würde ich das lieber nicht durchmachen, aber ich weiß, dass du einen Plan hast und ich weiß, dass du etwas Gutes in meinem Leben tust. Und wenn die richtige Zeit gekommen ist, wirst du meine Umstände ändern. Kann ich euch davon überzeugen, solche Dinge laut auszusprechen? Wenn ihr das tut und so redet, wie Gott es will, nämlich im Einklang mit seinem Wort, wird das eure Gefühle und euer Denken verändern. Oder ihr könnt einfach da sitzen und dem nachgeben, was ihr denkt und fühlt. Schlagt 1. Petrus 3 auf. Aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr gesegnet. Glücklich und zu beneiden. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohungen und lasst euch nicht von ihrem Widerstand beirren. Selbst dann, wenn ihr das Richtige tut und deshalb leidet. Nun wisst ihr, wenn ich das höre, schwirrt mir der Kopf. Das kann doch irgendwie nicht sein. Wenn ich das Richtige tue, sollte ich auch das richtige Ergebnis erzielen. Wenn ich das Richtige tue, sollte ich Segen erwarten können. Nun, ihr sagt, ihr seid gesegnet, aber auf einer tieferen Ebene. Wisst ihr, letzte Woche sagte ich eines Morgens zu Dave, das Beste, was Gott uns lehren kann, ist glücklich zu sein, auch wenn nicht alles so läuft, wie wir es uns wünschen. In Matthäus Kapitel 5 finden wir eine Predigt von Jesus, die als die Bergpredigt oder die Seligpreisungen bekannt ist. Ich nenne sie gerne die Einstellungspredigt, denn sie erklärt uns sehr detailliert, welche Einstellung wir haben müssen, wenn wir die Freude erleben wollen, die Gott uns zugesagt hat. Lasst uns das einmal lesen. Matthäus Kapitel 5. Gesegnet. Und die Amplified-Bibel sagt uns, was der Ausdruck gesegnet bedeutet. Er bedeutet glücklich, zu beneiden und geistlich gedeihend mit Lebensfreude und Zufriedenheit. Ich liebe Zufriedenheit. In Gottes Gunst und Erlösung, ganz gleich wie unsere äußeren Umstände aussehen. Oh, das ist doch wunderbar. Lass uns das nochmal ansehen. Gesegnet. Wenn ich sage, Gott segne euch, dann wünsche ich euch damit, dass ihr beneidenswert glücklich seid und dass ihr geistlich gedeiht. Und hier geht es nicht um euer Bankkonto. Mit Freude und Zufriedenheit in Gottes Gunst und Erlösung, ganz gleich, was in eurem Leben geschieht. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich glaube, wir verbringen viel Zeit damit, Gebete zu beten, die Gott gar nicht hören will. Ich glaube, wir reden viel zu viel über Dinge, die wir haben wollen. Über Menschen, die sich ändern sollten, damit wir glücklich sein können. Über Gehaltserhöhungen, größere Häuser und neue Autos. Oder wir sagen ihm, dass wir heiraten oder aus unserer Ehe ausbrechen wollen oder was auch immer. Ich fordere euch heraus, ein bisschen anders zu beten. Steht jeden Morgen auf und sagt, weißt du Gott, wie jeder andere Mensch auch, wünsche ich mir, dass es heute alles nach meinem Willen geht. Aber sollte das nicht der Fall sein, bete ich schon jetzt, dass ich ausgeglichen bleibe und genauso glücklich bin, als würden die Dinge wie gewünscht verlaufen. Habt ihr schon mal dafür gebetet, dass ihr ausgeglichen bleiben könnt, wenn etwas nicht nach eurem Willen geht? Ich habe das gestern und heute gebetet und ich bete es sehr oft. Wir alle wollen, was wir wollen und daran ist auch nichts falsch. Wir sind Menschen und oft gibt Gott uns sogar das, was wir uns wünschen. Aber wir alle wissen aus Erfahrung, dass nicht jeder Tag so läuft, wie wir es gern hätten. Da ich aufgrund meiner Arbeit viel reise,
habe ich schon viele unglaubliche Erfahrungen mit Hotels gemacht. Man könnte meinen, dass ich aufgrund der vielen Jahre, die ich das jetzt schon tue, und der vielen Hotels, in denen ich bereits übernachtet habe, ein klein wenig Gunst von Gott bekommen und in Hotels wohnen könnte, wo alles funktioniert. Aber nein, hier in Albany gibt es wieder Probleme. Wir kamen am Donnerstag in unserem Hotel an. Ich wollte noch ein bisschen studieren, ein wenig ausruhen und mich dann für die Abendveranstaltung fertig machen. Aber die Leute, die das Zimmer putzten, ließen alle Jalousien offen, sodass die Sonne ungehindert hereinschien. Es war so unglaublich heiß, dass keine Klimaanlage der Welt die Temperatur senken konnte, und so konnte ich nicht schlafen. In der Küche wollte ich den Wasserhahn aufdrehen und plötzlich hatte ich ihn in der Hand. Der Abfluss im Badezimmer war verstopft, das Wasser sammelte sich im Waschbecken und ich musste immer erst warten, bis es abgelaufen war, bevor ich den Hahn wieder aufdrehen konnte. Mitten in der Nacht, um 12:30 versuchte jemand, in unser Zimmer zu kommen. Ein Mann war geschickt worden, um aus den nicht belegten Zimmern die Kleiderbügel einzusammeln. Unsere Tür war abgeschlossen und als er versuchte aufzuschließen, veranstaltete er einen Riesenlärm. Dave sprang aus dem Bett, ging zur Tür und sagte: Was machen Sie hier? Warum versuchen Sie, in unser Zimmer einzudringen? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Und der Mann sagte: Ich dachte, das Zimmer sei leer. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir danach putzmunter waren. Wir bitten die Rezeption immer, keine Anrufe in unser Zimmer durchzustellen. Sicher versteht ihr das. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute mich anrufen und wie oft sie anrufen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass ich mich ausruhen und studieren muss. Aber am Freitag, als ich gerade mein Mittagsschläfchen hielt, fing prompt das Telefon an zu klingeln. Und ihr hättet sehen sollen, was passierte, als wir gestern von der Veranstaltung ins Hotel zurückkamen. Das hätte man wirklich filmen sollen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft uns das schon passiert ist. Sie hatten die Schlüsselkarte geändert und wir konnten nicht in unser Zimmer. Obwohl wir das Zimmer bezahlt hatten, konnten wir nicht hinein. Jemand ging los und holte den Mann, der angeblich eine Masterkarte hatte, aber auch die funktionierte nicht. So saßen Dave, meine Assistentin und ich also in der Hotelhalle auf dem Boden, nachdem wir hier die Veranstaltung abgehalten hatten, wo alle geklatscht und gejubelt hatten. Ich glaube, das ist Gottes Art, mich zu erinnern: Denk daran, wer du bist und wo du hergekommen bist. Setz dich einfach hier auf den schmutzigen Boden, sei geduldig und verhalte dich so, wie du es den Leuten auf deinen Veranstaltungen immer sagst. Na, kommt schon. Die Bibel sagt, wenn wir in solchen Situationen immer noch dieselbe Person bleiben können, sind wir sehr gesegnet. Wenn uns das gelingt, erteilen wir dem Teufel mit unserer Einstellung eine Lektion. Du bist ein Versager. Du hast mich wieder einmal nicht drangekriegt. Gesegnet sind die Armen im Geist, jene, die eine demütige Einstellung haben. Gesegnet sind jene, die, wenn sie trauern, eine positive Einstellung bewahren, denn sie werden getröstet werden. Gesegnet sind die Bescheidenen, die eine genügsame Einstellung haben. Wisst ihr, Menschen, die nicht bescheiden sind, sind hochmütig und stolz und glauben immer, dass sie mehr verdient haben, als sie besitzen. Aber ein bescheidener Mensch ist äußerst dankbar für jede Kleinigkeit, die Gott oder andere Menschen für ihn tun. Gesegnet sind, die nach Gerechtigkeit hungern. Sie streben danach, etwas besonders gut zu machen. Sie wollen immer tun, was richtig ist.
Gesegnet sind die Barmherzigen. Sie sind jederzeit bereit zu vergeben. Mach dir deshalb keine Sorgen. Ich mache selbst so viele Fehler. Gesegnet sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Gesegnet sind die Friedensstifter. Gesegnet sind die in sich selbst und mit anderen Einheit anstreben. Und gesegnet sind die dafür verfolgt werden, dass sie tun, was richtig ist. Die nach einer ausgezeichneten Haltung streben, ganz gleich, was es kostet. Manche Menschen wollen so lange Ausgezeichnetes erreichen, bis es wehtut. Und sobald es wehtut, geben sie auf. Solche Menschen finden wir auch im Alten Testament. Wir nennen sie die Israeliten, weil sie von Israel bzw. Jakob abstammten. Sie wurden Sklaven in Ägypten und verbrachten viele Jahre in der Knechtschaft. Sie schrien verzweifelt zu Gott, er möge ihnen einen Retter schicken, und er sandte ihnen Mose, nachdem er diesen 40 Jahre lang in der Wüste auf die Aufgabe vorbereitet hatte. Nun kommt, wer von euch war gestern hier? Ja. Und Mose führte sie aus der Knechtschaft heraus. Gott tat große Wunder. Er teilte das Rote Meer. Ihr Frühstück fiel jeden Morgen vom Himmel herab. Sie erlebten so viele erstaunliche Wunder. Aus einem Felsen kam plötzlich Wasser und so vieles mehr. Und doch sagt die Bibel, sie wanderten und wanderten 40 Jahre lang in der Wüste umher, obwohl die Reise eigentlich nur 11 Tage gedauert hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch mit diesen Leuten verwandt sind. Auf jeden Fall waren sie enge Verwandte von mir. Und sie glaubten, ihre Feinde wären ihr Problem. Die Hethiter, die Jebusiter, die Perisiter und all die anderen Iter und Siter. Ich sage immer, wir alle haben unsere eigenen Iter. Die mürrischer Chef-Iter, die schwierige Nachbarn-Iter, die Rückenschmerzen-Iter. Wie auch immer ihr sie nennt, wir haben sie alle und geben dem Teufel, unseren Umständen und anderen Menschen die Schuld dafür. Aber, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir selbst die Verantwortung für unsere Lebensfreude übernehmen. Hört auf, anderen die Verantwortung dafür zu übertragen, dass ihr glücklich seid. Wenn ihr glücklich sein wollt, dann seid es. Und wenn ihr unglücklich sein wollt, wird euch niemand davon abhalten können. In den früheren Jahren meiner Ehe hatte ich eine sehr schlechte Einstellung, weil ich als Kind missbraucht worden war. Ich war sehr negativ und konnte niemandem vertrauen. Und wie jeder gute Ehemann unternahm Dave eine Zeit lang alles Mögliche, um mich glücklich zu machen. Aber als 2 oder 3 Jahre vergangen waren, sah er mich eines Tages an und sagte, weißt du was, ich habe alles versucht, um dich glücklich zu machen, aber nichts hat funktioniert, deshalb gebe ich jetzt auf. Wenn du beschließt, glücklich zu sein, lass es mich wissen. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten? Manche von euch haben Beziehungen mit Menschen, denen sie dasselbe sagen sollten. Ihr habt euch in dem Versuch, sie glücklich zu machen, schon lange genug verbogen, obwohl sie sich bereits dafür entschieden haben, unglücklich zu sein. Wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr zu Co-Abhängigen ihres Problems, und ihre Freude bestimmt eure Freude. Deshalb müsst ihr die Einstellung treffen, ich will glücklich sein, und du tust, was immer du willst? Zuerst werden sie vermutlich ärgerlich sein, aber vielleicht verändert es sie auch. Eines der besten Dinge, die Dave je für mich getan hat, war, nicht mehr zuzulassen, dass ich seine Freude beeinflusste. Warum brauchten die Israeliten 40 Jahre für eine 11-tägige Reise? Das lag nicht an ihren Feinden. Es lag an ihrer Einstellung. Sie beschuldigten Mose, sie beschuldigten Gott. Sie waren schnell entmutigt und deprimiert. Sie waren sehr ungeduldig. Sie glaubten immer, ihnen stünde mehr zu, als sie hatten. Sie waren sehr undankbar. Wisst ihr, wenn wir das Richtige tun, werden wir letzten Endes auch das richtige Ergebnis erzielen. Es erstaunt mich, dass Menschen, die nicht bereit sind, das Richtige zu tun, eine schlechte Einstellung gegenüber anderen haben, die gesegnet sind, weil sie es im Gegensatz zu ihnen getan haben. Wisst ihr, irgendwann war ich es leid, dass Leute wegen allem Möglichen eifersüchtig auf mich waren. Ich dachte, ihr sollt nicht haben wollen, was jemand anders hat, solange ihr nicht bereit seid zu tun, was er getan hat, um es zu bekommen.
1. Mose Kapitel 4, Kain und Abel. Wir beginnen mit Vers 3. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Kain opferte ihm das Werk seiner Hände. Er bot ihm seine eigenen Werke, aber das gefällt Gott nicht. Abel hingegen opferte die Erstgeborenen seiner Herde. Ich kenne nicht alle Gründe, warum Gott Kains Opfer zurückwies. Aber ich bin sicher, dass das viel mit Kains Einstellung zu tun hatte. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Er bekam sofort eine schlechte Einstellung. Es kam ihm nicht in den Sinn zu denken, wenn Gott mein Opfer nicht gefällt, was mache ich dann falsch? Was sollte ich ändern? Hallo? Wenn in meinem Leben etwas nicht funktioniert, woran muss ich dann arbeiten? Wir sagen viel lieber, das ist deine Schuld, das ist deine Schuld, das ist deine Schuld, das ist deine Schuld. Jesus sagte, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber es ist nicht die Wahrheit über euren Ehemann, eure Kinder, eure Eltern, eure Nachbarn, die euch frei macht, sondern die Wahrheit, die Gott euch über euch selbst offenbart. Ich weiß, dass auch andere Leute Probleme haben. Ich habe ständig mit Leuten zu tun, die Probleme haben. Und ich will sicher nicht sagen, dass sie sich nicht ändern müssen. Aber das kann ich ihnen nicht abnehmen. Die einzige Person, bei der ich darauf hoffen kann, Veränderung zu sehen, bin ich selbst, wenn ich Gott an mir arbeiten lasse. Für andere kann ich nur beten und darauf vertrauen, dass Gott etwas tut. Okay, Vers 6. Und vielleicht möchte Gott das heute auch zu jemandem hier oder vor dem Fernsehapparat sagen. Warum bist du so zornig, fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Und ich liebe diesen Teil. Du aber sollst über sie herrschen. Du sollst über sie herrschen. Gebt nicht anderen die Schuld, gebt nicht Gott die Schuld, gebt nicht dem Teufel die Schuld. Wenn ihr Gutes im Sinn habt, werdet ihr gesegnet. Wenn nicht, lauert euch die Sünde auf und ihr müsst ihr widerstehen. Eine der besten und einfachsten Möglichkeiten, im Zentrum von Gottes Willen zu bleiben, besteht darin, dass wir eine gute Einstellung bewahren. Welches sind nun die wichtigsten Faktoren einer guten Einstellung? Ich denke, einer davon ist es, barmherzig zu sein. Denkt immer daran, dass auch ihr viele Fehler macht. Deshalb solltet ihr anderen gegenüber nicht hart und streng und gesetzlich sein, wenn sie Fehler machen. Wenn es sich nicht um eine Situation handelt, die es erforderlich macht, dass ihr mit jemandem ein ernstes Wort redet, ist es am besten, wenn ihr sagt, macht dir deshalb keine Sorgen, ich mache auch viele Fehler. Wisst ihr, ich habe gelernt, ganz besonders freundlich zu sein, wenn andere Fehler machen. Ich versuche dann ganz bewusst auf sie zuzugehen. Selbst wenn sie sich bereits entschuldigt haben, versuche ich ihnen deutlich genug zu zeigen, dass die Sache für mich wirklich in Ordnung ist. Manchmal tut jemand etwas, das uns verletzt, und dann sagt er, es tut mir leid, und wir sagen, ja, okay. Aber er wird nach wie vor von Schuldgefühlen geplagt. Es ist hilfreich, wenn wir dann zu ihm sagen, hey, du brauchst dir wegen dieser Sache wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Als Leiterin meines Werkes bin ich eine Autoritätsperson und ich weiß, dass sich Menschen, die einen Fehler machen oder etwas tun, das sie nicht tun sollten, ganz besonders schlecht fühlen, wenn sie wissen, dass ich es mitbekommen habe.
dann gehe ich die zweite Meile und sage, hey, es ist okay. Ich habe in meinem Leben auch schon viele Fehler gemacht. Mach dir diesbezüglich keine Sorgen mehr. Habt eine barmherzige Einstellung und glaubt mir, ich wurde nicht mit dieser Einstellung geboren. Ich musste sie erst entwickeln. Ihr könnt gute Einstellungen entwickeln. Es gibt Persönlichkeiten und Temperamente. Unsere Persönlichkeit ist das Ergebnis unseres von Gott gegebenen Temperaments und den Dingen, die uns in den ersten Jahren unseres Lebens widerfahren sind. Die grundlegende Struktur unseres Temperaments können wir nicht ändern. Aber unsere Persönlichkeit kann immer verändert und verbessert werden. Ich werde immer ein offensiver Mensch sein, aber ich habe gelernt, andere Leute mit meiner Direktheit nicht zu überfahren. Es gibt also verschiedene Persönlichkeiten und um ehrlich zu sein, manche Menschen neigen ein bisschen mehr dazu, negativ zu sein als andere. Es gibt die glücklichen, sprudelnden Sanguiniker. Sie stellen ihr Auto auf einem Parkplatz ab und dann finden sie es nicht mehr und halten das auch noch für lustig. Ihr seid schon spät dran für eine Verabredung und sie machen aus der Tatsache, dass sie ihr Auto nicht mehr finden, eine Party. Und ihr denkt, wirst du jetzt endlich Verantwortung übernehmen und dich verhalten, als ob du ein Hirn hättest. Es gibt einfach Menschen, die von Natur aus glücklicher sind als andere und denen es leichter fällt, mit hocherhobenem Kopf durchs Leben zu gehen. Ich glaube, Dave ist ein bisschen so. Er ist ein sehr gelassener Mensch. Es gibt nicht viel, was ihn aus der Ruhe bringt und ich glaube, es fällt ihm leicht, glücklich zu sein. Ich bin etwas nachdenklicher. Ich mache den Fehler, mich für die ganze Welt verantwortlich zu fühlen. Ich hatte schon immer ein übersteigertes Verantwortungsgefühl, auch wenn sich das in den letzten 10 oder 15 Jahren sehr gebessert hat. Aber der Punkt ist, ich musste ein bisschen mehr daran arbeiten, eine gute Einstellung zu haben als Dave. Aber deshalb darf man sich nicht selbst leid tun. Sagt nicht, nun, so bin ich eben, so bin ich eben. Benutzt das nicht als Ausrede. Sagt, es ist mir egal, was ich für ein Problem habe. Mit Gottes Hilfe kann ich es schaffen, zu jeder Zeit eine gute Einstellung zu bewahren. Eine gute Einstellung zu bewahren ist einfacher, als eine gute Einstellung zurückzugewinnen. Seht ihr, es kostet enorme Energie, aufzustehen, zu fallen und dann wieder aufzustehen. Dann passiert erneut etwas, das euch missfällt und ihr fallt wieder hin und ruft alle möglichen Leute an, damit sie für euch beten. Ihr braucht eine ganze Wagenladung von Christen, die euch wieder auf die Beine helfen. Und dann passiert wieder etwas, das euch missfällt und wumm. Ich lebte jahrelang so, aber schließlich dachte ich, dieses auf und ab und auf und ab macht mich völlig fertig. Ich habe festgestellt, dass es leichter für mich ist, gar nicht erst zuzulassen, dass ich mich aufrege, als mich aufzuregen und mich dann wieder zu beruhigen. Versteht ihr? Widersteht dem Teufel schon im Ansatz. Eure Einstellung ist der Prophet eurer Zukunft. Sie ist euer bester Freund oder euer schlimmster Feind. Sie ist dafür verantwortlich, ob sich die Menschen von euch angezogen oder abgestoßen fühlen. Sie ist der entscheidende Faktor bei der Frage, ob wir Erfolg oder Misserfolg haben. Und sie ist in hohem Maß ausschlaggebend dafür, ob Gott Freude an uns hat. Lassen Sie uns immer daran denken, dass unser wahres Problem unsere Einstellung gegenüber unserem Problem ist. Als Christen können wir uns darüber freuen, dass der Problemlöser in uns lebt. Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass die Bibel wahr ist und dass Gott Leben verändert. Und er gibt euch ein Leben, das wirklich lebenswert ist.
Vielleicht kennen Sie Joyce Meyer durch ihre Bücher oder ihre Sendung Das Leben genießen. Aber wussten Sie, dass Joyce Meyer Ministries weltweit auch ganz praktisch humanitäre Hilfe leistet? Mit Essensausgaben, Krankenhäusern, Katastrophenhilfe, Befreiung aus Menschenhandel und vielem mehr. Dieser missionarische Hilfsdienst heißt Hand of Hope, also Hand der Hoffnung, und wird komplett aus Spenden finanziert. Wir leisten humanitäre Hilfe auf der ganzen Welt. Wir sind hier in Haiti. Heute sind wir gerade in Thailand. Thessaloniki, Griechenland. Im Hinterland Afrikas. Auf dem Mekongfluss. Der Stadt Penang. Menschenhandel ist das heutige Wort für Sklaverei. Slavery. Wir haben in verschiedenen Teilen der Welt Orte geschaffen, wo die Frauen aus diesem Lebensstil herauskommen und ein neues Leben beginnen können. Das alles hier hat Gott gemacht. Er verändert Leben im Project Hope. Es ist möglich. Du kannst dich verändern. Du kannst geheilt werden. Du kannst überleben. Dieses 10-jährige Mädchen ist ganz allein aus dem Sexhandel geflohen. Sie hat auf der Straße gelebt und wurde eines Tages von Lieferwagen umzingelt, die herumfahren und gezielt Kinder stehlen. Es ist kaum zu glauben, aber die Kinder werden gewogen, um sie wie Ware aus dem Land zu verfrachten. Und dieses Mädchen hat es geschafft, sich davon zu schleichen und zu entkommen. Sie lief zu dem Zelt hinter mir, wo wir uns um die Versorgung der Kinder kümmern, und suchte Schutz. Jetzt können wir Ferasoa hier jeden Tag etwas zu essen und ein Stück Geborgenheit geben. Wir erzählen ihr von Jesus und haben sie einfach gern. Sie ist ein ganz wundervolles Mädchen. Von Jesus erzählen und Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Es stimmt schon. Die vielen Nöte auf der Welt können einen überfordern. Vielleicht fragen Sie sich sogar, ob Sie überhaupt etwas bewirken können. Die Antwort lautet ja. Hand of Hope, der missionarische Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, kann das bezeugen. Wir schaffen nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück reichen wir einem Menschen nach dem anderen unsere Hand. Zu einem guten Morgen gehört ein gutes Frühstück. Und die tägliche Andacht von Joyce. Frische Impulse und gute Gedanken, die Kraft geben für den Tag. Abonnieren Sie die Andacht kostenlos auf joyce-meyer.de/andacht oder auf Facebook. Fangen Sie den Tag gleich richtig an. Es lohnt sich. Gewohnheiten haben Macht in unserem Leben. Zunächst entwickeln wir sie, dann aber kann es sein, dass sie uns immer mehr steuern. Doch das muss nicht sein. In meinem Buch Alles nur Gewohnheit werden Sie entdecken, dass Sie schlechte Gewohnheiten loslassen können, wenn Sie Ihr Leben mit einer guten Gewohnheit nach der anderen füllen. Mit Gottes Hilfe können Sie den Kampf gegen schlechte Gewohnheiten gewinnen und Ihr Leben in ganz neue Bahnen lenken. Lesen Sie selbst. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Alles nur Gewohnheit im Internet unter www.joyce-meyer.de oder rufen Sie uns an unter 040-88-88-411. Auch auf DVD. Bestellen Sie das ganze Set mit zwei Doppel-DVDs und Buch zum Sparpreis.